Und zwar aussteigen, so, Gesundheit, immer gut. Ja, deswegen ist es auch durchaus sinnvoll, dass wir einen jetzt schon zurückgelassen haben. Wir brauchen einen Wagen, um uns die letzten Triaden vorzuknüpfen. Und zwar so einer. Halt! Na toll, der ist verschreckt worden. Halt an! Na, ich glaube, der hält nicht mehr so einfach an. Oh, da steht noch einer. Ein Beliub, Fish and Seafood Transporter. Den brauchen wir. Die Karre hängt am ein Krankenwagen, am Laternenfall fest. Ja, mit der Karre kommen wir nämlich, jetzt müssen wir mal nicht ins Lager der Triaden, wenn ich mich nicht irre. So, das war Radio aus, ne? Ja. Ein Bus. Es fahren ja überall diese Autos, die man brauchen könnte. Trashmaster, Bus. So, genau. Hier ist der Hauptsitz der Triaden, Fischfabrik. Turtle Head, Fish Distribution. So, hier kommen wir nur mit diesem Fischwagen hier rein. Wie ihr seht, hier stehen ja auch noch mehr, aber. Legen wir erstmal die ganzen Triaden um. Und weg von dem Fischwagen. Der macht das nicht mehr lang, ne? Okay, und jetzt? Wenn wir die Tanks zerstören. Oder einfach nur die Typen töten, okay. Die standen dahinter. Gut, haben wir das auch geschafft. Das war ja nicht so schwierig. Hoppala. So, Triage. Ja. Erstmal wieder raus hier. Holen wir uns Gesundheit und vielleicht finden wir noch so einen Bus. Wer weiß. Opa weg, sonst gibt's wieder Sperrungen von Videos. Das ist ja nicht so schön. Nein, nein, das ist es nicht. So. Na. Anhalten! Na, raus hier. So, und dann... Ja, könnten wir eigentlich wieder zu... Ich drücke meine falschen Tasten. Erstmal wieder zu Joey. Der hat ja noch Aufträge für uns. Na, diesen letzten Auftrag da. Bullen, haut ab. Euch wollen wir nicht. So. Die Flucht. Noch einmal. Brauchen wir wieder einen Viertürer. Hier, Taxi. Tut's auch. Und los. Dann begeben wir uns mal zum Versteck. Und fahren noch vorher einmal gegen einen Pfeiler einer Eisenbahnbrücke. Schon wieder warm hier. Ich glaube, ich mache gleich erstmal eine Aufnahmepause und gucke erstmal an, wie es so läuft und so. Ja, oh, mal gucken. Hier fahren wieder so viele LKWs und Busse rum. Nicht den Bus, den wir suchen. Natürlich. Oh, ja. Hupe? Wo ist die Hupe? Okay, Leute, ich muss erstmal die Tasten neu konfigurieren. Also, boah. Ist blöd, dass ich auf Dingens gekommen bin. Ne? So, feuern war 2. Nächste Waffe hatte ich mal den, das. So. Genau. Aussteigen war das. Radio Hupe. Spezialmission. Ja, genau, machen wir hier Spezialmissionen, Hupe. Obwohl, Hupe brauchen wir öfters, glaube ich. Blickwinkel. Springen. Blickwinkel. Sprinten. Zielen. Nach hinten. Rechts, nach links. Handbremse R. Dann
Blick. Nee. Eigentlich ist alles konfiguriert. Vorwärts, rückwärts noch. Ja, eigentlich ist alles konfiguriert. Okay, hoffen wir einfach mal, dass das jetzt alles so funktioniert wieder. Wie wir es kannten. Na, so, zurück. 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 Und weiter geht's. Jo. Auf die Standardeinstellung, da wird man nicht vorher gefragt. Nein, die werden auch zurückgesetzt. Keine Sicherheitsabfrage. So. Boulevard. Dann mal was. Können wir auch die Musik wieder wegmachen. Wollen ja keine Aufmerksamkeit damit erregen. Oh, blöder Müllkarton. Dreht er uns die Geschwindigkeit runter. So. Jo, dann macht mal hin. Bam, bam. Oh, es kommt sogar eine Sirene. Die kam vorhin noch nicht, oder? Okay, dann hauen wir es erstmal ab. Ja. Und so. Dann fahren wir oben lang. Dort war noch ein Schmiergeld, ne? Brauchen wir die Karre nicht lackieren. Spart Geld. So. Genau, das war hier. Der Bulle folgt uns? Was ist das denn? Oh, Bulle. Oh. Kleiner Stunt. So. Oh, das ist schlecht. Haut ab, Mensch! Lauft! Okay, gut, dass ihr weggelaufen seid. So, jetzt alle in die Mafia-Karre. Jetzt werden die alle überfahren. Und jetzt ballern die anderen Mafiosi auf uns. Und welche gehören jetzt zu uns und welche nicht? Und abdampfen. So. Na los, letzter Kopfstern. Ja, so geht der Kopfstern nicht weg. Da muss ich die Karre doch noch umlackieren fahren. Mein Gott, ich will auch nur die Bullen loswerden. Naja. Kann man die Karre überhaupt lackieren? Das ist eine Mafia-Gurke. Probieren wir einfach mal. Oh, jetzt. Ja, jetzt bringt es auch noch umzulackieren, wenn der Kopfstern schon weg war. Naja. Karre nochmal repariert. Egal. Aber ich denke mal, das war jetzt endgültig die letzte Mission von Joey. Also. Denke ich doch mal. So. Jo. Dim, 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 dim. Ja, machen wir weiter mit Tonys Mission. Ja, mit der Mission von Tony. Irgendwann müssen wir auch mal eine Aufnahmepause machen. Wollte ich eigentlich aber machen. Ich glaube, das mache ich nach der Mission hier. Explodierende Fische. Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the Triads in Liberty once and for all. Eight Balls rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer. So if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. Eight Balls says it's real sensitive. The slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart. So you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Okay. Wir sollen ein apokalyptisches Ende der Triaden machen. Gut, dann fahren wir zu Oddball. Holen die präparierte Karre. Und dann geht's den Triaden an den Kragen. An die Gräten. Ja, müssen wir mal gucken. Wo steht denn die Karre? Da steht sie. Am alten Bahnhof. Habe ich erzählt, hier ist ein alter Bahnhof? Naja, was auch immer. Auto bereit für Export. Kann weg. Jetzt müssen wir erstmal wieder dahin. Oh, einen Tunnel könnten wir nicht gleich nehmen. Brauchen wir nicht die Straße nehmen. So, Schaden. Und Zeit. Ach du Heiliger. Nehmen wir Tunnel, ne? So.
Sind gar keine Schienen mehr drin. Auch gut. Und da sind Penner bei einem versteckten Päckchen. Scheiß Penner. Die haben Schaden gemacht, ich glaube das nicht. So, mal gucken. Wo kommt man hier raus? Rechts? Jo. Ach, hier ist der Supermarkt. Okay. Ja, fahren wir über den Supermarktparkplatz wieder raus. Ja, und da war wieder einer in der Navy. So. Trashmaster. Brauchen nochmal so eine Karre. Vielleicht spawnt ja nach der Mission nochmal irgendwo eine. Weil die ist auch beim Exportieren stark nachgefragt, ne? Zumindest einmal. Na, ja, Bullen. Die Karre hält aber doch einiges aus. So ein paar Sachen umfahren damit kann man schon. So. Dann zerstören wir den Laden mal. So. Wo sollen wir die denn abstellen? Genau, bei den Kanistern, ne? Jo. Moment, wie ging das? Ach so. Bombe scharf. Jetzt aber weg hier. Oh. Lass mich in Ruhe. Er fliegt eh gleich alle in die Luft. Bam. Alter. Das war wirklich nicht ohne. So. Die sind weg von der Bildfläche. Und dann hauen wir ab. Mit Triaden, Fischwellen. Nein. Und haben alle von Tonys Mission erledigt. Das ist doch auch schön. So. Finden wir hier noch irgendwo einen Bus oder Sigurika oder sowas? Ich glaube jetzt ja, ich glaub's ja im Moment nicht, ne? Hm. Na. Oh, ob da. Mann. Das ist blöd, hier gibt's keine Blinker. Zumindest. Ja, benutzen die Autos nicht. Werden nicht aktiviert, kann man nicht machen. Zumindest in dem GTA-Teil noch nicht. In späteren machen die NPCs das dann irgendwann. Selbst kann man die Blinker aber noch nie. Konnte man noch nie in irgendeinem GTA-Teil die Blinker selbst verwenden. Was eigentlich recht komisch ist. Man kann nicht sonst so viel machen, aber blinken kann man nicht. Gut. Salvatore, was gibt's noch? Curly's Geheimkontakt. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spanks somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Okay. Wir sollen ihn verfolgen und töten. Okay. Aber nehmen wir so eine Mafia-Karre, auch wenn es auffällig ist. Egal. Baum? Der Baum hat uns aufgehalten. Ich glaub das nicht. So. Ist in Luigi's Club, oder? Naja. Ist ja egal. Ist ja auch nur ein Kunde. Soll er das Geld für unsere Gang da lassen. So. Mit den Mafiosis, ne? Ach, der kommt da raus, stimmt. Sollte ich mich nicht direkt da vorstellen? Also ein bisschen Abstand. Fragt sich, wann er rauskommt. Kommt da auch mal wer raus, oder? Ah, ist er. Den müssen wir verfolgen.
Ja, dann stelle ich mal ein. Und ja, folgen wir mal. Ein Schreckometer. Oh. Okay. Wir waren schon zu nah dran. Gut zu wissen. Er ist natürlich blöd. Hinter einem, wenn gerade einer steht und... Gut, ne? Verkackt. Dann probiert man es halt nochmal. Schade, dass es noch nicht so wie in GTA 4 eine Direktwahltaste für eine Missionswiederholung gibt. Das wäre wirklich schön gewesen. Dann spart man sich viele Fahrerei. Auch Taxifahren kann man ja hier leider noch nicht so als Gast, ne? Naja. Das Spiel ist trotzdem nicht schlecht. Im Gegenteil. Man muss ja bedenken, es kam 2002 raus, ja. So. Zack. Und los geht's. Dum, 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 dum. Wer folgen wir ihn? Hm. Ohne zu bremsen. Okay. So, jetzt aber Abstand. So. Hier in der Kante. Jetzt dürfte eigentlich uns noch nicht mal sehen. Vielleicht liegt es auch einfach an der Mafia-Karre. Das kann natürlich sein, ne? Aber gut. Ich benutze sie jetzt einfach und fertig. Ja. Kommt halt noch irgendwann raus. Mal hinterher. Er fährt gar nicht. Okay. Diese Schreckometer-Schrift ist ganz schön lang. So, eine Karre Abstandlänge, ne? Das ist mehr als eine ganze Lavalänge. Bisschen hinterher. Ei. Okay, jetzt fährt er auch wieder. Wo willst du hin, Bob? Curly, Bob. So. Ey, oh, 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 oh. Nicht zu nah. So. Ach, der fährt hinter so einem Schleicher hinterher. Sag mal, leert sich dieser Schreckometer auch nochmal? Hafen. Er will mit dem Boot weg. Mit dem Schiff. Oh. Looks our little friend. Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, Amir. No, no, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Scooby. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Okay, ein Kontaktmann für unsere Erzfeinde, ne, die uns ja damals verraten hat. Catalina. Bam, und tot ist er. 15.000, der damit. Die Shotgun nehmen wir auch noch gerne mit. Na? So. Aber ich würde sagen, wir machen dann erstmal in der nächsten Aufnahme weiter. Wir haben schon wieder ganz schön viel geschafft, muss man wirklich sagen. Krankenwagenmission war nicht ganz umsonst. Wir haben jetzt Gesundheitshaus, die euch schon auf uns wartet. Ja, Päckchen machen wir noch. Mach ich vielleicht irgendwann anders mal. Das ist so eine, ja, ne? Das wird mal so ein Projekt,
Wenn ich nichts zu tun habe. Ja. So. Na, dann sammeln wir zusammen ein Päckchen. Aber jetzt nicht. So, Feuerwehr müssten wir irgendwann nochmal machen und so. Ja, vielleicht mache ich das ehrlich im nächsten Part weiter. Feuerwehr, Krankenwagen machen wir. Marco. So. Erstmal speichern. Die Karre. Könnten wir eigentlich. Haben wir da was drin stehen? Nö, stellen wir die da rein. So. Das Tolle ist, wird ins A repariert. Der Motor bleibt immer an. Ja. Das war GTA 3. Ja. Bis zum nächsten Mal dann. Ne? Ich speichere mal auf dem nächsten ab. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Euer Schokobomber. Bis dann.